Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem neuen CSGO Matchmaking Video auf Inferno. Jetzt wird gehasselt. Das sage ich dem Guten, mein Freund. Oh. Leider konnte ich gestern wegen dem Stream kein MM-Video machen, weil es einfach zu lange dauert. Also es war nur noch eine Stunde hin bis zum Stream. Da habe ich dann halt geschwind was anderes hingehasselt. Hallo Team. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Hallo. Gut, wir gehen alle Balkan. Nee, bin ich natürlich dabei. Okay. Oh nein, die Bombe nicht. Bombi? Okay. Naja, seht ihr, dass wir auf A gehen, hoffe ich doch. Oh nein, bitte grün, verreck jetzt nicht da hinten mit der Bombe. Okay. Oh. Smoke. Smoke Arena, Bambino. Okay. Nice Bait Orange, schreibt er. Orange hat sich jetzt halt echt etwas viel Zeit gelassen da hinten. Und ist irgendwie nicht mit auf A gekommen, so wie wir es verabredet hatten. Aber wenn er die Runde noch holt, dann verzeihen wir ihm natürlich, ist klar. Ja, ich konnte gestern nicht allzu viel machen, weil eben direkt der Stream ins Haus stand. Ihr wisst ja, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr wird live gestreamt mit Giveaways, Viewergames und so weiter. Und gestern war es dann schon 17 Uhr. Da habe ich es dann, oh schade, nicht mehr geschafft. Aber ja, jetzt wird wieder reingehasselt, das ist klar. Übrigens echt der ultimative Wahnsinn, was ihr bei dem Dankesvideo rausgehauen habt. Ich glaube, da war nach 10 Stunden 100 Likes drauf und jetzt geht es auf 200 zu. Also das sind jetzt, glaube ich, 160, 170 Likes, kein einziger Dislike. Vielen Dank dafür, Leute. Das ist echt krass. Das ist echt ultimativ krass. Und habt ihr aber auch gemerkt, im Vergleich zu dem Shopping-Game oder wie es hieß, und zu dem Overwatch, da habe ich es, glaube ich, bei beiden nicht gesagt. Also das mit den Likes, da habe ich nicht drüber gesprochen. Da gab es 50 oder 60. Holy fucking shit. Ach du guter Gott, hätte ich fast gesagt. Das ist schon echt ein krasser Unterschied. Und es geht nur um die Erwähnung. Nicht um die Frage oder sowas von wegen, lasst mir den Like und abonniert und sondern einfach nur, vielen Dank dafür. Und schon sind es 50 mehr. Viele von euch schreiben ja auch ganz offen, dass sie es tatsächlich vergessen, wenn ich es nicht sage. Also von daher, ja. Peng! Du warst! Oh shit, Mann. Nice. Ist wahrscheinlich auch Spot gegangen dadurch. Ha! Alter, noch hinten in den Hintergrund. Na, fuck, one hit. Ich dachte, der steht noch oben auf Balcony. Fuck, ey. Weil er in Balcony angesagt wurde, aber der ist halt runtergehoppelt dann, ne? Klar. Schiii! Der Stream gestern war auch wieder sehr, sehr öde. Ihr habt direkt das Subziel voll gemacht und die AWP Mortis damit rausgetriggert. Da muss ich direkt wieder für morgen gucken, dass ich einen neuen fetten Sub-Skin und natürlich wieder einige Non-Sub-Skins raussuche. Damit jeder was davon hat. Na, ihr wisst Bescheid. Ja, wir werden schon so ein bisschen zerstückelt hier gerade von den Boys. Die sind halt echt geschickt mit ihren Smokes. Also Smokes, muss ich echt sagen, sind so ein Zeichen für... Die Jungs, jetzt gehen ja A oder B oder what the fuck? Nein, dieser... Und ist low HP in A-Apartments. Ja, Library ist der letzte. Oh, 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 jetzt wird's spannend. Jetzt ist es durch Smoke. Oh, nice. Da hätte ich jetzt aber angefangen zu schwitzen, mein Freund. So. Wir haben eben die Runde geholt. Das heißt, wahrscheinlich haben sie jetzt nicht... Eine Doppel-AWP-Action oder vielleicht doch. Sie haben ja schon drei gewonnen davor. Ich hoffe einfach mal drauf, dass sie keine AWP-Action machen. Ich bin jetzt hier echt ein paar Mal dumm in die Ding gelaufen, in den Tod hier. In der Parts. Ah! Jawohl, jawohl, auf B machen sie richtig Radau. Wir kommen direkt dazu. Mach, ja, feier mich halt, du Dödel. Jetzt wollte ich den rushen, den Kerl, und dann feiert er mich. Jetzt stehe ich aber scheiße. Okay, egal, Runde ist geholt, ich hab ne Wumme. Und halt ein Asi, was soll's? Nur kommen mir die jetzt so vor, als wenn sie rumpimmeln würden. Wenn man dann später nicht so viele Kills hat. Und dann sinkt natürlich wieder die Teammoral, ja. Da ist es gut, wenn man einfach die Kills anpasst und möglichst gleich viele Kills hat wie der Rest. Ich werde wieder Richtung A gehen und gucken, ob ich da etwas Radau machen kann. Aber B scheint ja gerade unsere bevorzugte Anspielgeschichte zu sein, auch wenn wir es erst einmal jetzt verwandelt haben. Aber sonst ist auf B meistens frei. Was schreit denn der? Der schreit da hinten mit dem einen rum. Push-ups! One Apartments. Oh, er war direkt neben mir. Wer steht denn zu zweit in Apartments drin? Schweinerei. Wir haben so einen Russen dabei, der jetzt halt irgendwas gelabert hat. Und da kann man schon mal rätseln, was es wohl heißt, ne? Jetzt sagt er wieder nichts. Der alte Drecksack. Ich versuche den zu nutzen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn krieg. Oh. Er hat die AWP gekillt. Ja, und da ist der Arsch wieder down, wo wir uns gerade entscheiden, auf A zu gehen. Verschissen nochmal. Oh nein. Gucken wir mal, was los ist. So, Monsieur! Ich dachte echt, der schmeißt das Smoke, ne? Ich habe so Panik bekommen. Ich hasse es, wenn die Leute Smoke schmeißen, obwohl ich ja weiß, wo die Bombe hier liegt, ne? Hier gibt es nicht viel Möglichkeiten. Aber ja, instant Panik. Wenn er den holt, dann gehe ich vor direkt. Nice, go. Der letzte müsste Richtung B sein, das heißt, wir haben hier eigentlich ein leichtes Spiel. Oh. He's on short. The fuck? Second mid saving. Nice. Achso, ja, hat jetzt jeder. Wanda kriegt gedroppt von ihm. Bloody, wanna get AK? No,
Hallo. Gut, wenn er keine AK will, soll er seine Mac 10 behalten. Jetzt bauen wir uns ja doch recht stabil auf. Die ersten paar Runden gingen halt in den Anus. Da kann man nichts machen. Oh. Kriegt er den, Jungs? Low HP. Oh, fuck. Voll in den Nate gelaufen. Da. One off. Library. I think he's coming out. Flasche. Alter, alles was ich hab. Zwei Smokes. What the fuck? Hier lag noch eine rum. Und es ist auf HP on spot. Ist defusing. Guys, ist defusing. Nice. Where's bomb? Jawohl. Wahnsinn, Mann, was ich jetzt hier wieder für Dinger gesammelt habe für Assists. Ich hab 5 Assists. Ich krieg 100 Assists. What the fuck? Wann habe ich denn andere Leute angefragt die Runde? Wann waren das? Durch mein Feuer oder was? Naja, Assists sind auch nicht schlecht, komm. Assists bringen immerhin halb so viele Punkte wie ein richtiger Kill. Was soll der Geiz? No, hey, mate. He's pushed mid, guys. Oh, he got the bomb. He's Tino. Der ist Mitte einfach komplett durch, hat den Mate umgerannt und hat sich den AWP geholt. Was für eine Kacke, ey. Das ist jetzt echt ein Meister-Move hier. Guck mal, Orange ist richtig am Abfucken. Die Boys schreiben die ganze Zeit, er soll runterkommen, ne? Weil er immer so rumschreit, wenn jemand stirbt. Aber er kann nur seine Affensprache. Ich könnte ein bisschen vorsichtiger rumhampeln und jetzt auch mal ein bisschen auf Kills gehen, oder? Nicht immer nur auf den Teamsieg, ne Quatsch. Ich hätte jetzt halt hier wieder gesmoked, ne? Oder auch nicht. Die Smoking in die Hose. Nice. Au. How many orbs are they? Two mid. Alter, er steht einfach schon hier drin. Das waren 3 oder 4 Orbs, gegen die wir gerade gespielt haben. Das ist doch ein Scherz. Ein verschissener Scherz. Oh, er hat beide Nades gefressen. Scheiße. Auf HP, man. Der Mate hat die beiden Mates vorne geflasht. Das war natürlich nicht so klug. Wer war das denn? Ach, es war sogar wieder Orange. Unsere tolle Wurst. Der sich ständig aufregt, wenn jemand stirbt. Er flasht fast das halbe Team weg. Was ein Töten. Oh mein Gott. Der Kollege, these guys, man. Alle mit AWP, irgendwo, überall. Was ist los? Guck mal. Alter, die kriegen so eine fette Abreibung, wenn wir bei City sind. Auf der leichteren Spielseite. Kinder, ja? Krass. Ich glaube, das gesamte Team wurde jetzt gerade ausschließlich von AWP. Ja. Ich weiß nicht, was gegen die gut ist. Also eigentlich, jawohl, nice. An sich ja eigentlich MPs und durchrushen, ne? Da grauen jeder AWP. Oh, unser Bombenmensch ist AFK. Der Pole, ajo. Ja, zumindest der andauernd voll nicht schreibt oder spricht oder schreit, flucht. Der Powerpole sozusagen. Ich glaube, so wird die Folge heißen. Powerpole. Power Paul. Alter, wo sind die? Wo sind die? Mit dem Plant. Oh nein, der ist mit der Bombe vorgegangen, dieses Stück Scheiße! Ich sag noch, du can plant. Ich hasse ihn, Orange war das wieder. Ich hasse ihn, einfach wie die Sau. Warum? Warum ist er so scheiße dumm, ey? Okay, got it. Let's go for plant. Warum macht der Mate sowas? Ich raff's nicht. Er hat uns gerade den Sieg gekostet. Wir hatten da hinten eine AWP auf dem Spot, ja? Wir waren zu dritt da. Easy plant. Die hätten mit ihren AWPs nichts machen können, um zu uns zu kommen, wenn wir schön defensiv gestanden wären. Aber nein, er muss die Bombe ja mit zur CT nehmen. So behindert. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir hätten eigentlich jetzt schon eine Runde mehr. Und jetzt haben wir wieder hier die Runde abgegeben praktisch, ne? CT. Oh, sehr schön. Mit der Auto. Alter, mit der Auto geht er hin. Oh, die Runde war so sackwichtig. Also, wir wollen zu dritt auf B gehen. In der ersten Runde an sich bin ich aber B. Also, ich habe B angesagt. Jetzt hoffe ich mal, dass ein bisschen was geht. Es ist halt einfach bescheuert, ne? Eigentlich hätten wir jetzt eine Runde mehr im Plus. Aber die wurde ja abgegeben. Also, wortwörtlich abgegeben, die Bombe. Typical. Typical. Ja, immer wenn man zu dritt auf B geht, kommen sie A. Oh Gott, die sind schon auf Long. Jawohl, easy. Da ist aber noch einer gelaufen. Fucking Decoys. Nein, shit, Mann. Die gesamte erste Runde hat jeder nur Headshots gemacht, glaube ich. Diese kleinen Luckboys. Komm, wir gehen auf A. Die sind bestimmt alle auf B. Hm. Second Mid, aber nicht. Die gehen schon wieder A. Alle down. Und jetzt müssen wir wieder die Scherbchen aufheben, da. Gegen 4. Sie. Fuck. Ich bin durch die Scherben getreten. Okay, wir gehen wieder zu dritt auf B. Ich hoffe, dass sie jetzt auch auf B kommen. Jetzt haben wir halt nicht den Vorteil von irgendwelchen geforsten Waffen. Aber
Immerhin sind wir zu dritt. Oh mein Gott. Sicher, dass es B wird. Und die Upper mit schon einen Natzen. Beide down auf A. Und eher dieses Timing in dem Spiel. Gut, Jungs. Jetzt aber. Ich habe ja immer noch die S drin. Ich muss jetzt mal wieder die M4A4 reinmachen, verdammt. Come on, come on! Orange verweigert halt auch die Kommunikation. Das ist echt scheiße. Seitdem er da am Anfang ein bisschen rumgeschimpft hat und die Leute dann gefragt haben, was heißt denn das überhaupt, was du da sagst? Ist er komplett ruhig. Sie haben ihn als Polen entlarvt und jetzt ist er irgendwie unzufrieden. Wie it's B. Auf A verrecken doch die Leute, warum kommt ihr her? Ja, sieht doch wieder nach A aus, ne? Verdammte Scheiße. Idiot. Orange schon wieder. Idiot. Orange ist so ein dummer Bastard, ey, das ist Wahnsinn. Guckt euch das an, man hat einen einzigen dummen Bastard im Team und schon verliert man. Einen einzigen dummen Bastard, der die Leute kicken will. Weißt du, der uns jetzt hier ablenkt mit seinem schlechten Gepimmel. Es ist einfach so krass. Es ist so krass. Er hätte genug Geld gehabt, um Blau zu droppen. Aber er hat nichts gesagt. Er hat nicht reagiert, als Blau ihn danach gefragt hat. Er ist einfach weggelaufen. Schaut mal, wie ein einziger Spieler das Spiel komplett in den Arsch treiben kann. Komplett. Eigentlich sollten wir ihn kicken, weil er uns überhaupt keinen Mehrwert liefert. Nichts. Aber wenn keiner damit anfängt, also diese Kick-Aufforderung macht, dann mache ich es jetzt auch nicht. Wenn er halt diese entscheidenden Sachen macht, er kann 3 Kills machen auf einmal, wenn er will. Aber wenn er dann die Bombe bei den letzten 2 CTs lagert, weil er damit rusht, und wir deswegen verlieren, dann bringen diese 3 Kills nicht. Das sind dann 3 wertlose Kills. Das ist bescheuert. Einfach fucking retarded. So, 5 gegen 2. Jetzt will ich auch nichts mehr hören hier. Verdammte Scheiße. Sehr schön. Nein, das ist nicht sehr schön. Nice. So. Kann ich mir jetzt auch irgendwas snacken? Ne, kann ich nicht. Schade. Jetzt kann es doch langsam was werden, oder? Wenn jetzt Orange noch anfängt zu kommunizieren, also sagt, wo die Gegner sind und so weiter. Ja, da, genau. Er gibt nur Bad Comments raus. Er schimpft nur rum. Das war's. Und das zieht die gesamte Teammoral so weit runter, bis auf den Punkt, wo man dann einfach schlecht spielt als Team. Weil es einen dermaßen abfuckt. I flash. I got a smoke one. Just hide in Arch. Hide in there, sure. Dude, flash on B. Please, hold Arch. Weißt du, dann haben wir halt einen Security Breach. Hey, smoke. I got the fuse. Bevor es noch auf die nächste Runde hin, eben hat Orange wieder eine dicke Schelle bekommen von jedem von uns, dass er nicht so einen Scheiß machen soll, aber es wirkt nicht so. Oh, Bomb ist an A. Und wieder, jedes Mal dieses Rumgekacke dann, und dann kommt man auf einen perfekt ausgearbeiteten Plan von den Gegnern. Ja, fucking Noob Team, hören die an. Und ist an A long. Guck dir an, wie er die Leute rumkommandiert da auf A. Er, der schlechteste, verschissenste Vollidiot der Welt. Why don't you give any Orange, you don't give any info on comments, all you do is Is that you, Orange? Orange ist echt einfach der verfickteste Vollidiot der Welt. Wahnsinn. Der Powerpole. Applaus für diesen kleinen Hundebock, ey. Ist mein Mate down? Nein. They're coming. He's out. Er hat noch 18 HP, komm schon, das machst du. Gib mir einen weiteren Assist. Ja, er geht direkt saven, okay. Also ich werde jetzt hier mit einer Ump versuchen zu regeln und der Rest kauft sich hoffentlich voll ein. Purple, nimm du ruhig deinen Kram, nimm du ruhig die AK, Purple. Hat er die jetzt, ah, da hinten liegt sie. Bevor er sich Orange nimmt, der kleine Versager. Ich weiß nicht, warum solche Leute nicht einfach direkt bei der Geburt rausgeholt werden, dann so, ah, okay, ist nix. Ach so, Schwester, Mülleimer und dann zack. Woher kommt, okay. One City, what the fuck? Orange, du dreckiges Stück Scheiße! Er hat A-Long einfach offen gelassen. Dass wir von hinten genudelt werden, also ich, der Mate war ja schon tot. Und jetzt passt auf, wie dieser dreckige Fickler sich noch einfach ein paar Kills wegsnackt, die überhaupt keine Bedeutung haben. Einfach Free Kills, ja? Und trotzdem verlieren wir. Und er steht dann halt da mit ein paar Kills mehr und kann sagen, dabei ist er überhaupt nicht skillvoll oder irgendwas. Er ist einfach ein kleines Stück Scheiße, der sich halt diese Free Kills holt. Guck mal, der eine jetzt schön von der Seite, ja klar. Aber gut, ich muss auch sagen, ich hatte ziemlich lange oder ziemlich oft am Stück jetzt gute Mates. Und es wäre jetzt auch fast ein gutes Mate-Team geworden, wenn nicht dieser, ja ich sag mal, Abfalleimer da wäre. Ja, dann hätte ich ja durchweg ein gutes Team. Die sind ja alle echt geil am Schisseln, also sagen alles mögliche an, sind sehr freundlich und so weiter und so fort, geben nicht auf, ja. Optimal, au. Aber nein, es muss einfach irgendwann wieder einer kommen, der so richtig dreckig ist, so ein kleiner Barstopp. Die sind leider nicht rausgekommen. Was? Gottes Willen. Der Mate hat den doch schon angefragt. Na, also, es geht. Oh nein. Ich denke, dieser Kerl sollte sich auf jeden Fall meinen Podcast zu den wertlosen Kills anschauen. Das wird ihn vielleicht wachrütteln. Aber wahrscheinlich nicht, weil er halt wirklich schon so ein richtiger, dreckiger... Die Mutter ist schon so hart am Anschaffen, dass er wahrscheinlich Kunde ist bei seiner eigenen Mutter. So weit steckt sie und auch er drin. Da hauen wir einfach zum Trost noch so eine kleine P90 raus, ja?
eine Module. Wenn ihr die gewinnen wollt, dann fügt ihr eurem Kommentar einfach noch etwas hinzu. Und zwar schreibt ihr, ob ihr gestern beim Stream mit dabei wart oder nicht. Und ob ihr vorhabt, morgen zu kommen. No. Donnerstag 18 Uhr, ihr wisst Bescheid. Ja, soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wer möchte, kann auch noch ein PP schreiben für Powerpole, damit er Bescheid weiß. Haut ordentlich rein. Danke für die Daumen. Ciao, ciao.